Also wir haben uns jetzt quasi ein paar die Komponenten angeschaut, aus denen wir solche digitalen Systeme zusammenstecken. Nicht? Wir haben die Gatter uns angeschaut, die Flip-Flops. Wir haben uns die programmierbaren Logikbausteine angeschaut, FPGAs, CPLDs, und jetzt haben wir uns Mikrocontroller angeschaut. Und normalerweise sage ich eben nicht, ich habe einen Baustein, ein Gatter oder einen FPGA, und das ist alles. Und ich habe viele Komponenten, die miteinander reden wollen. Und für den Rest vom heutigen Abend schauen wir uns da zwei Lösungen an, wie ich diese Komponenten miteinander reden lassen kann. Und das Erste, was wir uns da anschauen, das ist gleichzeitig das Älteste sozusagen, ist das parallele Adressdateninterface. Also wenn man sich, je älter die Computer sind, die man aufschraubt, desto eher wird man quasi einfach ein System finden, das nach diesem Schema aufgebaut ist. Das ist die grundsätzliche Idee. Ich habe irgendein Ding, das steuert. Das kann eben eine CPU sein, das kann ein Mikrocontroller sein. Und der soll jetzt mit mehreren Geräten reden. In dem Beispiel habe ich einfach mit Sensor 1 und Sensor 2 beschriftet. Das muss aber natürlich nicht unbedingt ein Sensor sein. Das kann halt irgendwas anderes auch sein. Aus der Software-Sicht schauen jetzt diese Sensoren so aus, dass die Speicherstellen haben. Also so wie ich einen normalen Speicher habe, wo ich die einzelnen Speicherstellen, die Bytes zum Beispiel, durchnummeriere und dann einfach sage, da gibt es diese Adresse und jene Adresse und ich kann Dinge hinschreiben, die werden dann im Speicher abgelegt und ich kann lesen von der Adresse, dann kommt es wieder aus dem Speicher. So verwende ich hier den gleichen Mechanismus, aber wenn ich an die Adresse schreibe, dann lege ich nicht eine Information im Arbeitsspeicher ab, sondern ich sende damit einen Befehl an dieses Gerät, was angeschlossen ist. Das kann entweder etwas sein, wo ich wirklich einen Befehl schicke. Das könnten aber auch so Sachen sein wie Konfigurationsregister. Also in dem Fall hätte ich ein einfaches Interface gewählt, wo es die Adresse hexadezimal, darum 0x, in vielen Programmiersprachen wird das so geschrieben, dass man Hexadezimalzahlen mit 0x beginnt. Da habe ich 8100 und die Adresse wird der Gain, also die Verstärkung irgendwie von diesem Sensor, und dann kann ich den konfigurieren, indem ich da unterschiedliche Werte hineinschreibe. Und wenn ich jetzt die Werte auslesen möchte von dem Sensor, dann gibt es eine andere Speicheradresse, 8101, habe ich mir da als irgendeine Hausnummer halt ausgedacht, und ein Lesezugriff auf diese Adresse wäre dann sozusagen der Befehl an den Sensor, jetzt einen Wert zu lesen und dem Prozessor mitzuteilen über die Schnittstelle, dass das für den Prozessor so ausschaut, als ob er einfach einen Wert aus einer Speicheradresse liest. Also das ist auf der Software-Seite das Interface, das ist das Konzept, das ich bereits habe, um Speicher anzusprechen, einfach weiterverwende, um Peripheriekomponenten anzusprechen. Was für uns natürlich interessant ist aus der Elektronikseite, ist, wie man das jetzt mit Signalen abbildet. Dass ich Dinge elektrisch miteinander verbinde und irgendwelche Leiterbahnen ziehe zwischen meinem Mikrocontroller und diesen Sensoren, damit dieses Interface zustande kommt. Die einfachste Möglichkeit, das zu machen, ist eben dieses parallele Adressdateninterface. Man sieht das jetzt leider nicht gut genug, wenn ich hineinzoome, vielleicht sieht man es dann am Beamer. Also jetzt kann man es kurz erahnen. Ich habe hier Dinge, die doppelt durchgezogen sind im Skriptum, und das soll andeuten, dass es sich hier um einen Bus handelt. Also ich habe jetzt hier quasi bei Daten, habe ich nicht nur ein Bit, nur eine Signalleitung, sondern beispielsweise 8 Signalleitungen parallel, sodass ich 8 Bits, also ein ganzes Byte, auf einmal gleichzeitig übertragen kann. Und darum redet man eben hier vom parallelen Interface, weil ich quasi alle Bits, die ich brauche, um eine Informationseinheit zu transportieren, gleichzeitig parallel übertrage über mehrere Leiterbahnen. Und so ein Interface haben wir hier für zwei Komponenten, nämlich für die Daten, die wir austauschen, und für die Adressen, die wir ansprechen. Und daher ist das hier in der Grafik doppelt durchgezogen. Und leider sieht man das nicht, wenn ich ein bisschen weiter rauszoome. Ah, jetzt kann man es erahnen so. Gut, wie funktioniert jetzt diese Schnittstelle? Wir haben eine Komponente, die der Busmaster ist, das ist der Mikrocontroller. Der gibt quasi den Takt vor. Also niemand redet auf dem Bus, ohne dass er vom Mikrocontroller gefragt wird quasi. So könnte man das
So könnte man das umreißen. So, so ist ein bisschen runterschieben, damit ich mir nicht so schwer tue, darauf zu zeigen. Und als Master, das ist quasi eine Sache, das erkennt man dann sofort, dass wir einen Bus haben mit Master, dass es eine Einheit gibt, von der alle Steuerleitungen ausgehen. Also wir haben hier die Pfeile, die andeuten, quasi in welche Richtungen Daten übertragen werden. Und diese drei Signale hier, das nennen wir Steuerleitungen, gibt es Clock, Read und Write. Und die kommen alle vom Mikrocontroller. Also hier schickt der Mikrocontroller Daten an die Geräte, die am Bus drauf hängen. Der Clock ist eben ein Takt, so wie wir das bis jetzt kennengelernt haben, mit dem ich eben hier andere Dinge synchronisieren kann. Also es gäbe dann quasi in den Sensoren quasi am Eingang irgendwelche D-Flip-Flops, die mit diesem Takt getrieben werden. Und vor der steigenden Taktflanke kann halt dann der Mikrocontroller auf die anderen Leitungen entsprechende Werte setzen. Und die werden aber gültig erst mit der Taktflanke. Damit kann ich quasi Laufzeitprobleme und so ausgleichen, weil es gibt quasi ein ganzes Zeitfenster von einer steigenden Flanke bis zur nächsten steigenden Flanke, in der der Mikrocontroller seine Ausgänge auf den neuesten Stand bringen kann. Und erst mit der nächsten steigenden Flanke wird das dann von den anderen Komponenten übernommen. Jetzt habe ich hier zwei Steuerleitungen, Read und Write. In der Praxis hat man Read oft nicht, sondern sagt einfach, wenn kein Write, dann automatisch ein Read. Aber es gibt auch Interfaces, wo es wirklich explizit Read- und Write-Leitungen gibt. Darüber kann jetzt der Mikrocontroller sagen, um welche Art von Zugriff es sich handelt. Also ob der jetzt schreibend oder lesend auf diese Speicheradressen hier zugreift. Weil das sind ja die beiden Operationen, die wir durchführen wollen. Wenn ich jetzt schreibe, das ist der einfache Fall. Weil bei Schreiben gehen die gesamten Daten vom Mikrocontroller an die Peripheriekomponente, den Sensor zum Beispiel. Das heißt, ich habe kein Hin und Her, sondern der Mikrocontroller schickt einfach nur ab und denkt sich, der Sensor hier, das ist ein braver Sensor, der wird schon machen, was ich von ihm möchte. Der kriegt doch keine Rückmeldung, dass der Sensor das jetzt gemacht hat. Das schickt er quasi einfach blind ab. Und da habe ich für einen Taktzyklus die Write-Leitung auf 1 gesetzt, auf High, um zu signalisieren, jetzt schreibe ich. Und in diesen Taktzyklus schickt der Mikrocontroller über die Adressleitungen, die halt in dem Fall vielleicht 16 Leitungen sein werden, weil wir 16 Bit breite Adressen haben. Die setzt er auf die Adresse. Da setzt er zum Beispiel die Hexadezimalzahl 8100. Und dann setzt er auf der Datenleitung, die geht in beide Richtungen. Wir sehen hier quasi einen Pfeil hier und einen Pfeil hier. Also es kann quasi jeder Niederohmig auf diese Leitungen schreiben und es kann auch jeder Hochohmig nachschauen, was auf diesen Leitungen drauf ist. Da schickt der Mikrocontroller eben auch seine Daten her, zum Beispiel 23, und dann weiß eben dann der Sensor, dass der Gain auf den Wert 23 gesetzt werden soll, wenn er das liest. Der andere Sensor, der sieht genau das Gleiche. Weil wenn wir schauen, es gibt keine Leitung, die individuell zu einem Busteilnehmer geht, sondern alle Leitungen, die hierher gehen, die gehen auch hierher. Das Einzige, worin sich diese beiden Geräte unterscheiden, ist, dass sie andere Adressen haben. Also ich habe hier die zweite Hexadezimalstelle auf 1 gesetzt und hier ist sie auf 2 und die wissen, welche Adresse haben. Und wenn ich eben jetzt auf 8100 schreibe, dann schaut der sich die Adressleitungen an und sagt 8100, bin nicht ich. Und damit ignoriert er einfach diesen Buszugriff. Das ist der grundsätzliche Mechanismus, über den hier diese Zugriffe arbitriert werden, über den die Teilnehmer wissen, ob sie gemeint sind, dass jeder Teilnehmer seine Adresse kennt und dass das System so aufgebaut sein muss, dass es keine Konflikte gibt, dass es nicht zwei Teilnehmer gibt, die beide glauben, für dieselbe Adresse zuständig zu sein. Und dann funktioniert das. Ich kann schreiben, indem ich für einen Taktzyklus die Write-Leitung auf High setze und eben über die Adressleitungen eine Adresse anlege, mit der ich kommunizieren möchte, und über die Datenleitungen das Datenwort hinausschreibe, das ich schicken möchte. Etwas schwieriger wird es beim Lesezugriff. Beim Lesezugriff brauche ich nämlich inhärent mehrere Taktzyklen. Also ich kann quasi nicht nur in einem Taktzyklus lesen, weil ich muss ja zuerst mal an den Sensor übermitteln, dass der gemeint ist. Und der kann dann aber erst darauf reagieren und kann mir dann erst im nächsten Taktzyklus Daten zurückschicken. Weißt du, also mit der steigenden Flanke samplet der mal
eine Adresse und dann schaut er nach, aha, das bin ja ich. Und erst dann kann er die Leitungen entsprechend setzen am Ausgang, für welcher Wert soll da anliegen. Und im einfachsten Fall habe ich da ein fixes Protokoll, dass ich quasi sage, wenn in einem Taktzyklus diese Read-Leitung high ist, dann muss der entsprechend angesprochene Bus-Teilnehmer im nachfolgenden Taktzyklus die Daten übermitteln, die gelesen werden sollen. Und das heißt, wenn ich quasi viele Dinge hintereinander lese, dann kann ich die so ineinander verschachteln. Nicht? Dass ich im Taktzyklus 1 eine Adresse schicke, im zweiten eine nächste, im dritten eine nächste Adresse. Das heißt, ich verwende die Taktzyklen 1, 2 und 3 zum Senden der Adressen und ich kriege in den Taktzyklen 2, 3 und 4, also immer um 1 versetzt, die entsprechenden Daten zurück. Und damit habe ich einen Durchsatz von einem Wort pro Taktzyklus. Wenn ich aber dann einen Wechsel mache von Lesen auf Schreiben, dann muss ich auf einmal diesen Versatz quasi aufhören und dann brauche ich quasi einen Zyklus, in dem ich mal nicht lese, damit ich im nachfolgenden Zyklus dann schreiben kann. Und das sind dann so die Dinge, die Details, da werden diese Protokolle dann ein bisschen komplizierter und da hängt es dann auch ab, welchen Hersteller man hernimmt und die haben dann immer leicht versetzte Dinge. Und das sind dann eben auch die Fälle, wo ich auf einmal zum Beispiel Read-Leitungen brauche, damit ich über das Loslassen der Read-Leitung dem Sensor sagen kann, pass auf, im nächsten Taktzyklus mach nichts, ansonsten bräuchte ich quasi sowas wie eine illegale Adresse, die ich setzen kann, wo sich keiner zuständig fühlt, damit quasi jeder schweigt im nächsten Zyklus, damit man dann diesen entsprechenden Wechsel machen kann. Ja, das ist die ganze Idee von ja. Wie viele Adressen hat er jetzt? Hat er eine Adresse, weil er nur ein Sensor ist, oder hat er jetzt mehrere Adressen? Er hätte jetzt zwei Adressen, zwei Speicheradressen. In dem Beispiel, dieses Register nennt man das dann, ja, quasi für den Gain. Das heißt, die Verstärkung vom Sensor, die ich dann einstellen kann. Einfach irgendwas, was ich mir ausgedacht habe, ich weiß nicht, was der Sensor wirklich machen soll. Und dann möchte ich ja Sensordaten lesen und dafür hätte ich hier ein zweites Register, das verwendet wird, um die Daten vom Sensor zu bekommen. Also das ist nicht das Block gedacht, gehen sind alle Adressen ab 81. Nein, sondern gehen ist diese eine Adresse. Und eine Speicherstelle später hätte ich dann die Daten. So ist das gedacht. Und aus der Sicht des Programms schreibt und liest das Programm einfach nur von diesen Speicheradressen. Und wegen diesem Konzept versteckt sich dann dahinter in Wirklichkeit nicht ein Speicher, sondern ein Sensor, der halt quasi diese Postfächer hat für unterschiedliche Dinge. Das ist ganz üblich, dass Geräte, die auf solchen Bussen draufhängen, mehr als eine Adresse haben. Sondern meistens sind es irgendwie Zweierpotenzen, dass sie so 16 Adressen haben oder 32, dass sie quasi so einen ganzen Raum von Adressen belegen für unterschiedliche Dinge. Also zum Teil Sachen, wo ich einfach Dinge nur einstelle, wo das Programm vielleicht einmal ganz am Anfang Konfigurationen hineinschreibt. Und dann vielleicht Sachen, die wirklich zur Kommunikation sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen UART habe, also einen Baustein, der über eine serielle Verbindung Daten weiterschicken kann, dann gebe ich es ein Register, wo ich hineinschreibe, wenn ich möchte, dass der Daten schickt. Dann braucht er aber eine Zeit lang, um diese Daten zu schicken. Dann gibt es ein zweites Register, aus dem kann ich auslesen, ob er schon fertig ist mit dem Schicken, weil darauf muss ich warten, bis ich ihm das nächste Byte gebe, das er schicken soll. Das könnte man natürlich solche Sachen ein bisschen kompakter in wenige Register hineinpacken, aber normalerweise ist dieser Adressraum hier so groß, dass man sich das leisten kann, dass der mehrere Adressen hat. Und man sieht auch hier, der geht quasi von 8100 und 8111, aber der nächste Sensor geht nicht auf 8102 und 1103, sondern der springt ganze 256 Adressen von hier nach da, weil wer weiß, vielleicht hat der Sensor hier drunter noch ein paar andere Sachen, die wir in dem Beispiel aber gar nicht brauchen. Ja, das ist die Idee von diesem Adressdateninterface. Und wie gesagt, das ist gerade für Computersysteme ein Interface, das man besonders dann findet, wenn man sich ältere Dinge anschaut. Also wenn man sich, weiß ich nicht, PDP-6, PDP-11, diese Uraltrechner anschaut, aber auch Sachen wie C64 und so, die arbeiten nach so einem Ding, dass ich habe eh schon etwas, über das mein Speicher angebunden ist. Also binde ich einfach all die anderen Sachen über ein vergleichbares Interface an. Da muss der Prozessor nichts Neues lernen. Sondern
Für den ist halt alles Speicher. Das ist eine Datei. Hm? Wie unter Linux alles eine Datei ist. Ja, genau, so wie unter Linux oder Unix eigentlich generell alles eine Datei ist. Alles bis auf System 5 Messaging und System 5 Shared Memory. Ja, dann System 5 APIs. Ich weiß echt. Nein, glaube ich, ist eher konsistent. Ja, ja, genau. Da ist dann ein Fenster im grafischen System, ist eine Datei. So. Was ist denn ein inhärenter Nachteil von diesem Verfahren? Dass man kein Speichermanagement hat, wieder auf alles zugreifen kann. Ja, wobei das habe ich bei den anderen Verfahren, die wir noch kennenlernen, auch. Aber wenn ich quasi, sagen wir, ich will die Temperatur in meinem Haus überwachen und ich will im ganzen Haus Sensoren verteilen, werde ich die dann so ansprechen? Ja, das ist aber nicht das, was mich abschreckt. Die Länge der Leitung vielleicht? Die habe ich so oder so, also egal wie, irgendwie muss ich die Leitung hinlegen, wenn ich es nicht nur Punkt mache. Ja, dass der Speicher dann auch so langsam sein muss wie die. Hängt davon ab, wie kompliziert ist das Protokoll. Also es gibt keine Protokolle, die der Basis sind. Also, weil ich so große, ich muss recht fette, teure Kabel durchs ganze Haus verlegen. Ja, warum sind sie fett und teuer? Na, weil die da zwei so Linien haben, ne? Ja, genau, weil das da 16 Leitungen sind und das sind 8 Leitungen. Das heißt, wir haben hier schon mal 24 Leitungen und oben sind 27 einzelne Kabel, die zu jedem einzelnen Sensor gehen müssen. Und das klingt irgendwie unattraktiv für, ich will ja nur die Temperatur auslesen. Also das muss ja auch mit weniger Drähten quasi gehen. Und genau, serielle Busse, das ist dann quasi das, was wir uns im nächsten Blog anschauen, da schauen wir uns einen seriellen Bus an. Das heißt, das werde ich eher verwenden, wenn ich nicht lange Wege gehen muss. Und früher hieß das, wenn es halt im gleichen Kastel drinnen ist. Nicht? Also wenn ich quasi meinen C64 zum Beispiel habe und habe mein Motherboard da drauf, dann habe ich halt irgendwie meinen Prozessor und ein paar Peripheriekomponenten und die hängen alle an diesem gleichen Adressdaten. Und wie alle Dinge in der Computertechnik und Elektrotechnik, Dinge werden kleiner, die Maßstäbe werden kleiner. Heute würde man das eher quasi sagen, wenn es am gleichen Chip ist. Also wenn ich irgendwie einen A4-Mikrocontroller zum Beispiel hernehme, die Dinge, die auf diesem Chip drauf sind, die reden alle miteinander auf so eine Art und Weise. Jede Komponente in dem Chip hat einfach eine Adresse in diesem einheitlichen Adressraum und ich kann auf diese Adressen lesen und schreiben und was machen. Wenn ich meinen PC anschaue, dann werde ich so ein Interface in der Art, nicht ganz so, haben zwischen dem Prozessor und dem Speicher noch, weil ich den einfach so anbinden möchte. Aber alle anderen Sachen werden dann schon über andere Dinge angesprochen. Also die Grafikkarte heute zum Beispiel, die über PCI Express hängt, das sind viele serielle Leitungen. Nicht, weil die Anzahl der parallelen Leitungen hier so ein Problem wären, sondern weil ich Probleme bekomme bei hohen Geschwindigkeiten, wenn ich das so mache. Weil wenn ich eben viele parallele Leiterbahnen habe und ich quasi auf einem Ende von einer Leiterbahn die auf einen neuen Wert ändere, dann müssten die irgendwie halbwegs parallel am anderen Ende ankommen, diese Änderungen. Und wenn jetzt irgendwie die eine Leiterbahn ein bisschen länger ist als die andere, oder die eine Leiterbahn im Fiberglasgeflecht von einer Leiterplatte zufällig genau dort entlang läuft, wo drunter Fiberglas ist, und die andere dort entlang läuft, wo zu Fiberglas Querstreben sind und ansonsten Epoxid hat, dann hat das andere dielektrische Eigenschaften und das verändert dann die Ausbreitungsgeschwindigkeit von den Signalen, sodass dann die Dinge nicht mehr ganz gleichzeitig ankommen. Wenn ich ein System habe, das mit ein paar Megahertz rennt, ist mir das egal, wenn das um eine Handvoll Pixelsekunden verschoben ankommt. PCI Express 3.0 hat bis zu 8 Gigatransactions pro Sekunde. Wenn ich dort quasi die Sachen ein bisschen zueinander verschiebe in der Zeit, dann gehört quasi das Bit zum einen Taktzyklus ein bisschen früher, zum Bit vom anderen Taktzyklus ein bisschen später. Passt nicht mehr zusammen, also darum versucht man dort
dann schon, das ist schon lang, die Leiterbahn, und man versucht dann quasi stattdessen über eine Leitung alles zu übertragen. Das hat natürlich einen Vorteil, wenn ich alles über eine Leitung übertrage, dann kann sich nichts überholen gegenseitig. Und das ist viel besser. Und elektrische Störungen spielen wieder auch eine Rolle? Also das ist einfach an den Leitungen? Die elektrischen Störungen spielen eher eine Rolle, weil das hier von einem Punkt an viele Punkte geht. Also das ist zum Beispiel bei PCI einer der Hauptprobleme, dass PCI elektromagnetisch unverträglich ist, weil ich die Leiterbahnen nicht korrekt abschließen kann. Weil dazu müsste ich quasi eine Stelle wo das Ende von dem Signalweg ist, und dort kann ich dann einen Abschlusswiderstand hintun. Und so sind das quasi, wenn das an zig Anschlüsse geht, sind das quasi alles offene Antennen, die hier rumstehen. Also ich habe mal an einem Projekt gearbeitet, da war ein PCI-Bus in dem System drinnen, und der rennt halt bei 33 MHz, und wir haben in dem gleichen System einen GPS-Empfänger gehabt, und vielleicht weiß irgendjemand, wo GPS hängt, es ist in der Gigahertz-Größenordnung. Und wir haben die 30. Oberwelle oder die 40. Oberwelle, wo immer genau GPS liegt, von den 33 MHz in dem GPS-Frequenzband gesehen, und das hat uns den GPS-Empfang unmöglich gemacht, weil das so ein starker Sender ist, diese PCI-Leiterbahnen. Und PCI-Express ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Und dort kann ich quasi sagen, an dem Ende speise ich das Signal ein, dann wird das über die Transmission-Line übertragen, wo immer es hin soll, und auf dem anderen Ende wird das dann eben wieder ordnungsgemäß terminiert, und damit strahle ich keine Energie in den Raum ab, sodass meine GPS-Antenne dann glaubt, das ist wichtiger als der Satellit. Ja, also das ist zum... Das ist aber trotzdem noch parallel, das PCI-Express? Oder das ist zum... Nein, PCI-Express ist seriell. Und so serieller als alles, was wir kennenlernen werden. Also wir schauen uns im nächsten Blog SPI an. Und SPI ist zwar ein bit-serielles Protokoll, aber es hat immer noch eine Taktleitung und eine Datenleitung. In Protokollen wie PCI Express werden Verfahren verwendet, in denen ich den Takt implizit mitführen kann über meine Datenleitung, indem quasi beide Seiten in etwa wissen, wie schnell sie sein müssen. Und ich ein Encoding wähle, das sicherstellt, dass mindestens alle so und so viele Zeiteinheiten ein Übergang von 0 auf 1 stattfindet. Und damit kann der Empfänger sich quasi immer wieder aufsynchronisieren auf das Signal. Und damit habe ich nur noch eine Leitung, die von Sender zu Empfänger geht. Und ich habe quasi keine, nichts mehr, was sich zueinander verschieben könnte, weil es nur noch diese eine Leitung gibt. Und da, also mit allem, was wir uns da anschauen, das ist so eine andere Welt, wenn man sich dann diese Signale anschaut. Da kann man auch de facto nichts anderes machen, als einfach einen fertigen Chip verwenden, der halt weiß, wie er dieses Protokoll spricht. Also dass man dann quasi noch selber was baut, was das macht, ist unmöglich, außer ich mache eben meinen eigenen ASIC, meinen eigenen Chip. Aber selbst wenn ich einen FPGA verwende, die besseren FPGA heutzutage haben eben die Endstellen für diese Arten von seriellen Übertragungen eingebaut, und ich sage nur noch, verwende dieses Modul, das du hast, aber ich kann so etwas nicht selber bauen, weil das einfach schnell genug ist, um das so zu machen. Also inklusive Sachen wie Equalizen und so, weil die ganzen Leiterbahnen dann bereits anfangen, das Signal zu verfälschen durch ihre tiefpassfilternden Eigenschaften, und entsprechend der Sender dann schon die Frequenzanteile seines Signals unterschiedlich stark betont sendet und Empfänger dann noch einmal die unterdrückten oder die gedämpften Anteile verstärkt. Und wenn man da mit dem Ostsee hingeht und auf der Leiterbahn misst, schaut das aus, als ob das nur Schrott wäre. Und auf der anderen Seite kommen null Fehlerbits an, weil die quasi bereits wissen, wie sie all die Effekte der Leiterbahn sinnvoll kompensieren können durch anders senden und dann nach dem Empfangen dann noch einmal quasi ein bisschen die Frequenzanteile unterschiedlich stark gewichten. Was lustig ist, weil in den 80ern war Computertechnik und Funktechnik und so, das waren unterschiedliche Disziplinen. Aber
ab dem Augenblick, wo ich quasi mit mehreren Gigahertz von einem Chip zum anderen gehe und ich quasi jetzt schon tief im Mikrowellenband bin, es verschwimmt schon langsam alles. Gut. Also wenn ich quasi altes Equipment aufmache, also den Schaltband, den wir uns angeschaut haben in der Experimentiergruppe, da finde ich zum Beispiel solche parallelen Adressdatenflüsse. Und da kann man dann eben auch schauen, wo diese Decoder wirklich aufgebaut sind für unterschiedliche Komponenten, die einen Chip haben, der das Adresssignal nimmt und vergleicht mit einem anderen Zahlenwert. Und wenn dieser Vergleich wahr ist, dann aktiviert der am Ausgang einer Leitung, sodass dann zum Beispiel ein Digital-Analog-Wandler weiß, dass er gemeint ist und den Wert übernimmt. Das ist noch diskret aufgebaut in dieser Schaltung und das kann man dort schön sehen. Heutzutage, wie gesagt, eher was auf dem Chip selber passiert. Darum ist es sinnvoll, wenn wir darüber Bescheid wissen, aber solange wir nicht zum Beispiel auf einem FPGA sowas selber implementieren, müssen wir gar nicht so sehr wissen, wie das mit den Signalleitungen in dem konkreten Fall ausschaut. Uns muss das Konzept bewusst sein, damit wir, wenn wir ein Programm schreiben und wir sagen, ändere den Status von dem Ausgangspin zum Beispiel, dass das quasi im Programmcode eine Schreiboperation auf eine Speicherstelle ist, die halt dann dahinter nicht wirklich Speicher beschreibt, sondern eben den Status von dem Ausgangspin ändert. So, also wir haben im letzten Block haben wir uns ein bisschen C-Code angeschaut, wo wir Programm gemacht haben und da haben wir so Variablen-Namen drin gehabt, wie DDRB und DDR und Port B und so weiter. Wir werden den Programmcode dann gleich wieder aufrufen. Die Frage ist jetzt quasi, also offensichtlich sind diese Variablen-Namen keine echten Variablen, sondern der Compiler weiß halt, welche Speicherstelle er damit assoziieren soll. Und wenn ich dann dorthin schreibe oder von dort lese, dann rede ich direkt mit der Hardware, weil ich eben jetzt von dieser Spezialadresse lese oder zu dieser Spezialadresse schreibe, die mit einer Hardware-Komponente verbunden ist. Und wir versuchen jetzt ein bisschen zu erraten, was diese Dinge tun, diese Speicherstelle. So. Also das Erste, was uns hier auffällt, ist, wo arbeiten wir mit diesen DDR- und den Port-Registern und wo arbeiten wir mit den PIN-Registern? Also wo greifen wir auf das DDR-Register zu? In diesem Programm. Außerhalb der Weilschleife, genau. Nur ganz am Anfang in diesem Block hier. Das machen wir alle mal. Wie würden wir diesen Block hier am Anfang nennen? Initialisierung. Genau. Also zuerst müssen wir quasi mal alles so einrichten, wie wir es brauchen. Und danach können wir unsere eigene Arbeit machen. Also viele Programme sind genauso gegliedert, dass es einen Teil gibt, wo wir quasi mal alles einrichten, was wir brauchen. Und dann gibt es die eine Hauptschleife, die quasi die eigentliche Arbeit verrichtet. Und wir setzen die DDR-Register nur hier in der Initialisierung. Nachher greifen wir nicht mehr auf die zu. Und wir haben hier die B-Pins und die C-Pins. Und das ist der letzte Buchstabe hier, das ist immer die Pin-Bank, zu der diese IO-Pins gehören, mit denen wir reden. Wo greifen wir denn auf die C-Pins zu? Innerhalb von dem eigentlichen Arbeitsteil. Da unten, ja, was wird das sein? Wozu wird das Resultat? Das ist die Ausgabe von dem Ding. Und die B-Pins, die verwende ich nur hier oben. Die verwende ich quasi in dem Eingabeteil. Also die Schleife macht quasi die Eingabe.
die Rechnung, Ausgabe, ne? Dann geht es wieder von vorne los. Das heißt, wir sehen, die B-Pins ist unsere Eingabe, das C-Pin verwenden wir die Ausgabe, und zwar genau genommen nur die untersten 4 Bits davon, weil das ja nur für 4 Bits ist. Und wir sehen hier DDRC, welche Bits setzen wir da auf 1 und welche setzen wir auf 0? Genau, die untersten 4, die setzen wir auf 1, während bei dem DDRB-Register, da setzen wir alle auf 0. Also was wird dieses DDR-Register sein? Was? Genau, die Abkürzung steht für Data Direction Register. Also damit sagen wir der Komponente, dem Block auf dem Chip, der mit diesen IO-Pins redet, ob es sich hier um einen Eingang oder einen Ausgang handelt. Und da wir das bei diesem Programm ja nicht ändern, sondern wir initialisieren es einmal und dann ist es immer gleich, macht das Sinn, dass wir auf diese Register nur hier oben einmal zugreifen. Da definieren wir einmal, was ist Eingang, was ist Ausgang, danach greifen wir es nicht mehr. Also diese DDR-Register sind die Konfigurationsregister, mit denen man Ein- und Ausgang umschalten kann. Und wie man jetzt hier unten schon erahnen kann, weil das dieser eine Zugriff ist, mit den Portregistern kann man offenbar sagen, was rausgeschrieben werden soll. Und die setzen wir hier oben mal alle auf 0, dass wir quasi nichts rausschreiben. Und jetzt verrate ich euch quasi, im Fall von diesem Baustein kann ich das quasi auch auf 1 setzen, wenn es ein Eingang ist. Und dann aktiviere ich die Pull-Up-Widerstände. Der hat nämlich interne Pull-Up-Widerstände und ich kann entweder wirklich hochohmig den Pin betreiben oder ich kann ihn intern als Pull-Up betreiben, wenn ich dann zum Beispiel einen Knopf anstecken möchte, mit dem ich irgendwie drücken kann und dem System was mitteilen kann, dann kann das einfach nur ein Button gegen Ground sein und ich brauche keinen externen Pull-Up-Widerstand, sondern den Pull-Up-Widerstand, den kann ich mal in einem Chip machen, indem ich hier 1 hinschreibe. Wir wollen aber keine Pull-Up-Widerstände, also setzen wir alles auf 0. Und dann setzen wir hier unten das Ergebnis. Last but not least, das Pin-Register, das verwende ich, um zu lesen, was gerade für einen Wert ansteht. Also da kriege ich quasi den Wert raus. Und was man an dem Programm nicht sieht, aber nur zu der Vollständigkeit halber, um quasi zu zeigen, da wird quasi nichts verschwendet an Registerspace. Beim AVR haben die PIN-Register noch eine Zusatzbedeutung, da kann ich mich auch hinschreiben. Und beim Schreiben wird überall dort, wo ich eine 1 schreibe, der tatsächliche Wert getoggelt, der ausgibt. Also wenn ich jetzt quasi ganz schnell zwischen 1 und 0 umschalten möchte, dann muss ich nicht eine Schleife machen, die quasi abwechselnd einen 1er und einen 0er schreibt, sondern ich kann noch viel einfacher einfach über das PIN-Register ständig 1 schreiben und dann tut er immer den Wert umdrehen von dem einen Bit. Okay, also das wäre zum Beispiel so eine Belegung, wie man über unterschiedliche Speicherstellen einen Funktionsblock ansteuert. In dem Fall sind es halt die GPIO-Pins, die General Purpose Input-Output-Pins von dem AVR-Mikrocontroller. Kannst du vielleicht nochmal wahrscheinlich wiederholen, warum war da eine Verundung im Code? Was war? Pin B und, auch Pin B und... Also, das ist eine eher schlechte Implementierung von einem 4-Bit-Addierer, der eine Schaltung quasi nachahmen soll, wo ich eine Daten... Diese Schaltung hier. Ich habe eine Clock-Leitung und wenn die quasi von 0 auf High geht, dann soll was passieren und das ahme ich hier nach mit diesem Ballon-Schleifen. Die erste, die läuft so lange, bis der Clock-Eingang auf 0 geht. Die zweite läuft so lange, bis er auf 1 geht und damit fällt das Programm quasi genau in den Übergang von 0 auf 1 da hinaus und führt dann den Rest zu. Und wir selektieren uns hier einfach ein Bit, weil das nämlich 8 IO-Pins sind, die ich ansprechen kann. Und mich interessiert aber nur ein konkretes Bit, also maskiere ich das hier quasi aus, indem ich quasi all die 8 Bits hier mit diesem einen Bit gesetzt und die anderen Bits nicht gesetzt mit und verknüpfe. Und damit bleibt quasi nur entweder alle 8 Bit 0 übrig oder 7 Bit 0 und dieses eine Bit High. Und so kann ich dann diese Vergleiche hier machen. Das wäre aber viel gescheiter wie Interrupts, natürlich.
Ich habe jetzt auch schon mehrmals gesagt, dass das eine sehr, sehr schlechte Art ist, dieses Problem zu lösen. Ich wollte halt irgendwas haben, was Programmcode beinhaltet und was anknüpft an das FPGA-Beispiel im Block davor. So, dann bleiben die Fragen. Wie könnte man jetzt Peripherieräte mit einem kleineren Verdrahtungsaufwand anbinden, als über so ein paralleles Adressdateninterface? Ich habe es schon mehrmals gesagt. Seriell, genau. Also ich übertrage nicht alle Bits gleichzeitig, sondern einfach ein Bit nach dem anderen. Theoretisch gehe ich dann quasi weniger über die Leitung drüber. Im Fall von PCI Express zum Beispiel löst man das dann so, indem man einfach viele parallele, serielle Verbindungen hat, aber die sind alle unabhängig voneinander und damit habe ich keine Zeitabhängigkeiten mehr zwischen den einzelnen Links. Und bei sowas wie diesen Sensoren, wo ich Temperaturen auslesen kann, da reicht mir die Geschwindigkeit mit einer einzigen Leitung und dann freue ich mich halt, dass ich nur einen Draht mit zwei Litzen durch mein Haus ziehen muss und nicht irgendwie so ein Kabelmonstrum mit 27 Einzelnen.